Meine Damen und Herren, wenn Sie meinen Markeflüster vom Freitag gesehen haben, dann wissen Sie, dass ich endgültig jetzt zum Bullen konvertiert bin. Ich bin jetzt aktives Mitglied geworden der Glaubensgemeinschaft Tesla, aktives Mitglied der Glaubensgemeinschaft Bitcoin, bin da mit den Gemeindemitgliedern inzwischen in regen und sehr fruchtbaren Austausch. Nur die Religionsgemeinschaft, Glaubensgemeinschaft Trump, der bin ich noch nicht beigetreten, weil die sich jetzt zu einer Sekte entwickelt. Aber es ist auf jeden Fall so, dass jetzt die Situation mich bestätigt, nämlich diese bullische Konversion, die ich jetzt absolviert habe. Denn es wird immer bullischer. Und der erste und wichtigste Grund dafür, dass es heute wieder nach oben geht mit den US-Futures, ist, dass es Montag ist. Montag. Was soll da passieren mit den Kursen, meine Damen und Herren? Sie gehen nach oben, weil man sich sagt, zum Beispiel, ja, wir haben Stimulus-Optimismus, okay, den hatten wir schon ein paar Mal, aber man kann ja bestimmte Optimismusformen durchaus auch mal öfter haben, wiederholen. Das ist Kurspflege, das ist einfach auch rational begründet, denn es ist ja schlichtweg so, dass diese Hoffnung sich immer weiter fortsetzt und immer weiter fortsetzt und immer weiter fortsetzen wird. Dementsprechend ist es rational, was da passiert. Wir haben also hier die Aussagen, die europäischen Märkte higher amid hopes of US stimulus. Ah, dann haben wir natürlich wieder so ein paar Angstmachermeldungen, auf die Sie auf keinen Fall hören sollten, zum Beispiel, dass die Republikaner vor allem jetzt ein bisschen Widerstand haben und sagen, nee, also diese 1,9 Billionen, das wird auf keinen Fall der Fall sein. Man stört sich vor allem an diesen Hilfen für Bundesstaaten, sagt ja die US-demokratischen, die von den Demokraten regierten Bundesstaaten, die haben schlecht gewirtschaftet, jetzt sollen wir die ausbailen, das wollen wir nicht. Aber wie gesagt, das spielt keine Rolle, denn entscheidend ist, dass diese Stimulus-Schecks durchkommen und die werden durchkommen, also diese 1400 Dollar nochmal obendrauf. Das ist eine großartige Nachricht, denn dann sehen wir, werden die Sparquoten der Amerikaner deutlich steigen. Die sind jetzt auch zuletzt gestiegen, schon in der Pandemie, weil man eben wenig Geld ausgegeben hat. Und jetzt wird die Pandemie natürlich enden in sehr kurzer Zeit und dann wird dieses viele Geld natürlich auch in die Märkte strömen, gar keine Frage. Also das ist extrem bullisch und für mich eine sehr wichtige Bestätigung dieser bullischen Haltung ist, wie Sie hier unten sehen, das ist der Chart des S&P 500 auf der einen Seite und unten dieses Grüne, das ist die Positionierung der Vermögensverwalter, die war nur einmal höher in Ende 2017, Anfang 2018. Also liebe Bullen, ihr seid nicht alleine, sondern ihr seid voll im Mainstream. Es ist einfach ein schönes Gefühl, finde ich, wenn man nicht alleine ist auf weiter Flur. Und oben sehen wir Short Interest. Ja, die Bären, die Miesmacher, die sind jetzt ziemlich alleine. Wir sehen, dass dieses Short Interest, also diejenigen, die zum Beispiel den S&P 500 shorten und damit etwas komplett Unmoralisches machen, denn Shorten ist unmoralisch, dementsprechend jetzt auch alleingelassen werden, verdientermaßen alleingelassen werden. Also wir sehen, dass sich hier die richtigen Dinge durchsetzen. Hier sehen wir ein Bild, das natürlich die Fed, unser Freund und Helfer, all das ermöglicht hat. Vielleicht sollte man da mal so eine Art Nobelpreis verleihen, Wirtschaftsnobelpreis, Friedensnobelpreis, sozialer Frieden-Nobelpreis, ich weiß nicht, da gibt es möglicherweise noch verschiedene andere Ideen, vielleicht haben Sie eine Idee. Und was zum Beispiel auch ein sehr, sehr gutes Zeichen ist, nach meiner Auffassung, hier sehen wir mal die Performance von Firmen, die ihre Schulden reduzieren, also zurückbezahlen, im Vergleich zu den Firmen, die Schulden neu aufnehmen, also sich deutlich verschulden. Und hier sehen wir, es werden die Firmen abgestraft, die ihre Schulden reduzieren. Und das ist gerechtfertigt, denn Schuldenabbau ist unproduktiv, das bringt keinem was. Dagegen Schulden aufnehmen, das ist produktiv, denn dadurch entsteht Aktivität, dadurch entsteht also etwas, was produktiv ist. Schuldenwachstum ist mit das Produktivste, was man überhaupt haben kann. Also wir sehen hier gesunde Reaktionen an den Märkten. Wir sehen hier zum Beispiel, dass wir nur kleine Lücken haben zwischen den Profiten der Unternehmen und der Kursentwicklung. Diese Lücken waren 2000 und 2007, 2008 nur etwas kleiner, also ungefähr die Hälfte kleiner. Also das ist sozusagen jetzt natürlich eine sehr, sehr gute Chance, dass die Unternehmensprofite, das ist diese blaue Kurve, die relativ stagniert, dass die nach oben geht und sozusagen dann eben der Kursentwicklung folgt. Alles andere wäre eigentlich irrational und nicht zu erwarten. Hier sehen Sie, wenn man jetzt zum Beispiel kauft, dann hat man nur das zweithöchste Schiller-KGV eingekauft. Also dieses Kursgewinnverhältnis auf die letzten 10 Jahre berechnet, war schon mal höher.
nämlich im Jahr 2000. Das heißt, was kann da schief gehen? Im Jahr 2000 ist es danach ja auch bombig gelaufen. Dementsprechend ist ein solcher Kauf offenkundig, wenn man ihn jetzt tätigt, mittel- bis langfristig fast schon risikolos. Und wir sehen hier risikolos auch die Annahme oder das, was die Herrschaften, die Investoren machen an den Märkten. Margin Debt, jetzt 62% in den letzten 9 Monaten gestiegen. Das gab es nur ein paar Mal vorher. Margin Debt ist also praktisch die Hebelung der Investoren, die da zum Beispiel Aktien kaufen. Es gab es 1973, da sind die Aktienmärkte dann auch noch ein bisschen weiter gelaufen, um dann 50% zu fallen, aber egal. Wir haben Juli 83, danach hatten wir eine 14% Korrektur, dann hatten wir März 2000, da begann der Bärenmarkt und Juni 2007, da kam dann wenig später der Bärenmarkt und wir haben es jetzt. Also, das sind einfach großartige Perspektiven und da muss man sagen, Sie sehen, Sie sind nicht alleine, wenn Sie kaufen, sondern da sind andere auch dabei und die zocken auf oder die investieren, wollte ich sagen, nicht zocken, zocken ist negativ. Die investieren also sozusagen mit Hebelung, weil Aktien ja nur steigen und dann hat man auch mehr davon, wenn sie steigen. Das ist völlig rational. Hier sehen wir den Margin Debt jetzt mal, also die Schuldenhebelung in allgemeinen, in nominalen Zusammenhängen, fast 800 Milliarden. Ist ein neuer Rekord, das zeigt das Vertrauen der Investoren in die Märkte. Und wir haben dann zum Beispiel hier die erwarteten Earnings per Share Wachstumsaussichten für Growth, also für Nasdaq-Werte. Hier sehen wir, da geht es steil nach oben, dass die Kurse sich ähnlich verhalten wie diese Erwartungen, ist rational und normal. Unten sehen wir das bei Consumer Discretionary. Also einem anderen Sektor aus dem S&P 500, auch das rational und logisch. Dementsprechend sehen wir, dass wir jetzt auch in der Wirtschaft, hier sehen wir verschiedene Länder, die durch High-Frequency-Daten erfasst werden. Wie schaut es denn da mit der Wirtschaftstätigkeit aus? Ganz oben haben wir die 100% vor der ganzen Geschichte mit diesem komischen Virus. Dann ging es runter, dann ging es wieder rauf. Jetzt geht es wieder ein bisschen runter und das ist für mich ein sehr, sehr gutes Zeichen, denn es wird dann wieder raufgehen. Und das haben die Aktienmärkte wahrscheinlich noch gar nicht eingepreist, dass es dann wieder nach oben geht. Wir sehen, dass die Verschuldungssituation kaum schlechter geworden ist. Diese Corona-Pandemie kostet die Amerikaner nur etwa 16 Billionen Dollar. Die haben ja insgesamt, also wenn man jetzt die Gesamtverschuldung sich anschaut, nur um und bei 82 Billionen Dollar an Schulden, 28 der Staat, dann haben wir die Privatverschuldung, dann haben wir die Unternehmensverschuldung, alles sehr moderat im Vergleich zu etwa den Kosten, die man mit Afghanistan-Krieg und so weiter hatte, 6,4 Billionen, also das ist alles eigentlich in einer guten Relation und ich hatte am Freitag schon gesagt, wir werden jetzt in dieser Woche die Zahlen haben von Tesla, von Apple, von Facebook, von Microsoft. Wir haben die FED-Sitzung, das ist alles natürlich dann sehr, sehr gut. Ich hatte hier nochmal eine völlig gerechtfertigte Grafik gezeigt, wie die Marktkapitalisierung von Tesla in Relation zu anderen Autobauern ist. Also man darf gespannt sein, wie grandios dann die Zahlen von Tesla heute ausfallen dürften. Jetzt hat Nancy Pelosi, meine Damen und Herren, die Führerin der Demokratin im Senat, hat jetzt mal für um und bei ja, 500.000 bis 1 Million Dollar Tesla-Optionen, Call-Optionen gekauft und hat damit schon durchaus gute Gewinne gemacht. Also Sie sehen, Sie sind nicht alleine, sondern auch die Entscheidungsträger in den USA haben sich hier investiert. Gutes Zeichen aus meiner Sicht. Hier sehen wir zum Beispiel die immensen Wachstumsraten von Apple, die ja in dieser Woche auch berichten werden. Da haben wir teilweise Wachstumsraten von 0,1% jetzt, okay, in einem Jahrzehnt, aber es ist Wachstum. Wir sehen hier diese exponentiellen Wachstumssituationen, dass der Kurs von Apple weiter nach oben geht, ist dementsprechend völlig rational. Wir sehen das Potenzial auch jetzt in dieser Berichtssaison, das man hat, wenn man jetzt sich long investiert, dass nämlich eine Art perverse Reaktion bisher passiert ist bei Earnings Beats, also bei Unternehmen, die gemeldet haben und bessere Zahlen als erwartet gemeldet haben, da sehen wir, dass diese Aktien 1,6% gefallen sind. Das gab es letztes Mal im zweiten Quartal 2020, dass die Märkte so reagiert haben auf Zahlen, die gemeldet wurden, die besser waren als erwartet. Also wir sehen, da ist unheimliches Verbesserungspotenzial vorhanden. Dementsprechend ist das ein weiterer Grund zu Optimismus. Heute haben wir den IFO-Index, der zuletzt wieder gestiegen war. Man darf gespannt sein, heute 10 Uhr, auch bei Finanzmarktwelt, wie er heute ausfällt. Und wir haben vielleicht geopolitisch noch interessante Situationen, da
Hat jetzt die USA einen Carrier, also einen Flugzeugträger, in die südchinesische See geschickt. Chinesische Bomber, also Kampfflugzeuge, die fliegen jetzt immer näher an Taiwan heran. Und es gibt neue Auseinandersetzungen zwischen chinesischen und indischen Truppen an der chinesisch-indischen Grenze. Da haben wir noch sehr, sehr viel Potenzial, dass sich diese Situation verbessert und dementsprechend dann die Kurse weiter steigen. Also, es gibt sehr, sehr gute Gründe für weiter steigende Kurse. Der erste und wichtigste heute, es ist Montag, mehr muss man eigentlich als Grund nicht haben. Was kann bullischer sein als diese Tatsache? Und dann haben wir die Situation, dass die Zahlen überzeugen werden, dass die Fed sagen wird, wir werden das QE mit Sicherheit noch verdoppeln bis verdreifachen. Also, meine Damen und Herren, es ist bullisch, bullischer Fugmann. Das ist die Gleichung, die ich aufmachen möchte und wünsche jetzt einen guten Start in diese Woche und sage Ihnen Servus und Ciao.